Hallo ihr lieben Wagen und herzlich willkommen im April, verspätet aber doch, aber ich habe euch dafür eine frische Kairo-Pyramiden-Sphinx-Energie hier mitgebracht, um uns jetzt anzuschauen mit dem Rat der Hohepriesterin, was erwartet euch jetzt im April, welche Energien schwingen da mit, wenn es um die Verbindung zu dir geht und um deine persönliche Schöpferkraft. Und da schauen wir jetzt hin. Bis gleich. Die Schwarmintelligenz von Mutter Erde führt uns jetzt zusammen, die vom selben Ursprung stammen. Ich erkenne meinen Sinn, weiß wieder wer und was ich bin. An alle Boten des Friedens, jetzt ist die Zeit des neuen Erdeschmiedens. Bringst du deinen Teil mit ein, dann wisse, du bist nicht allein. Folge dem Licht durch die dunkelste Nacht, auf dass der neue Morgen bald erwacht. Du stehst vor einem großen Tor, dein Ego wird leise und weise tritt deine Seele hervor. Du spürst die Verbindung zu allem, was ist, das Gefühl von zu Hause hast du lange vermisst. Hier kommt dein Applaus, verneige dich vor dir und sprich deine Wertschätzung aus. Baum der Seelen, Baum der Ahnen, hörst du ihre Stimmen, wie sie uns ermahnen und flehen, in unser Potenzial zu gehen, aufzuhören, uns zu verstecken und wieder unsere wahre Größe zu entdecken. Jetzt ist unsere Zeit, das Paradies ist ganz und gar nicht weit, es ist wahr, es ist kein Traum, in dir lebt ein Friedensbaum, er lässt dich in dein Herzraum schauen, hilft dir, dich zu erkennen, statt vor dir selbst wegzurennen, zeigt dir, dass du Frieden bist, das Einzige in deinem Leben, was du wirklich vermisst, bist du, bist es immer gewesen und wirst es immer sein. Hörst du den Ruf, dann stimm mit mir ein. Wow, ihr lieben Wagen, da kamen jetzt ganz, ganz viele Informationen durch. Ich frag dich nicht nach dem Warum. Es geht um deine Stärke und im Inneren weißt du auch schon, dass es darum geht, dich wirklich einmal zu fokussieren, wirklich einmal zu schauen, wer bist du eigentlich so richtig, da in Verbindung mit dir zu gehen und wirklich einmal eine Vision von, dich zu trauen, in dieser Vision deines Lebens einzutauchen. Das würde ich sagen, das ist hier so die Überschrift von der Energie. Schauen wir uns einmal an, was da mitkommt. Als erste Karte wollte Fall die Engelskraft und sie sagt einfach so viel aus wie du hast die Macht, wirklich in deine Mitte zu gehen, trau dich und mach auf, ja, geh in den Trost, geh in die, ins Vertrauen, da kommt was ganz, ganz Sanftes, Sanftmütiges mit dir, damit du wirklich so dich einflauschen kannst, einfach auch wie auf so einer Wolke getragen in deiner Herzmitte und du darfst dich wagen, einfach tiefer zu schauen. Wir haben hier die 10 der Stäbe-Energie und die 2 der Stäbe-Energie. In beiden Situationen, jetzt haben wir hier einen Magier, der mit den bunten Farben der Welt spielt, das Ganze so ein bisschen vernetzt. Auch ein bisschen ein zweischneidiges Schwert hier. Und dann die 2 der Stäbe, die von noch nicht Entschlossenheit sprechen, sondern wo man einfach noch schaut, ja, wo bin ich hier, wo will ich eigentlich hin? Der Magier, auch ein Magier, hat jetzt zwar den Stab schon in der Hand und den anderen dahinter sich stehen. Das heißt, er ist eigentlich schon dabei, wenn wir sagen, das ist hier das Seelenland, ja, wo man sich so entscheiden kann, welche Richtung will man da denn gehen, weil die männliche Energie braucht hier ein bisschen, ne, die Umsetzungskraft bei euch. Dieses, okay, aber da kommen wir noch dazu. Ja. Hier wird ganz viel vorbereitet. Also durch all diese Belastungen, die du erfahren hast, durch all diese Geschichten, die du erfahren hast, hast du eigentlich Welten geschaffen, hast du Potenzial geschaffen, bist du für dich weitergegangen auch. Und das geht da jetzt quasi in dir auf mit den 10 der Stäben-Energie. Wird das hier quasi schön für dich als Potenzial, als eigene Welt, als Erfahrungswert verankert. Und du darfst dich hier jetzt wirklich entscheiden, aber wohin geht's? Ja, hörst du dann quasi auf oder ist dir das jetzt zu viel oder integrierst du das so und drehst es für dich um, dass es yeah und einfach weiter, das Wachstum ist das Ziel, das hast du jetzt schon erschaffen, großartig, ja, damit ging es einfach weiter und damit kannst du dich jetzt quasi wie für eine neue Ära hier entscheiden und für dich dann einfach weitergehen und mir scheint, du hast die Entscheidung fast getroffen, aber eben im Moment nur fast irgendwo. Hast du das Gefühl, du musst dich da noch schützen, du musst dich da noch abhalten, du musst da noch ein bisschen, ja, das ist nämlich das, was hinzukommt, du musst hier noch ein bisschen mit dem Page der Pentakel
Normal ist das eine Energie, die Erdenergien sind immer so ein bisschen langsam, geht aber um Fülle auf der Erde, geht darum anzukommen auf der Erde, geht auch um materiellen Sinn, ja. Vielleicht auch das, ja, vielleicht sind da einfach nur so ein paar Glaubenssätze bei dir verankert, wo du innerlich spürst, aha, da schreit was nach mehr, aber wie kriege ich das da in mein Leben her? So in etwa. Wenn du da Unterstützung brauchst, bitte melde dich. Unten gebe ich dir den Link für den Findungs- und Verbindungscall mit mir. Eine Stunde kostenlos, wo wir schauen, wo bist du, wo willst du hin und wie kann ich dich dabei am besten unterstützen, damit du Ja zu dir sagst, Ja zu deinem Leben und diesen nächsten Schritt für dich da einfach auch weitergehst. Und da bist du jetzt gerade einfach am Beobachten. Du schaust hier einfach jetzt mit dem Fuchs. Ja, der Fuchs ist ja oft so ein bisschen verteufelt, unter Anführungsstrichen, aber auch der Teufel, der hat seine Macht, der im Sinne von würdest du nicht etwas spüren in dir und würdest du nicht erkennen, dass da etwas nicht stimmig ist, hättest du auch gar nicht die Macht, es zu verändern. Das heißt, alles bedingt das andere und alles spielt miteinander. Es ist einfach nur ein Spiel, ja, ohne Regeln, ohne Ziel, beziehungsweise das Ziel ist, dass du in deine Kraft und in deine Stärke findest hier auch, ja. Und dass hier einfach etwas in der Veränderung liegen darf dann auch. Also hier darf noch eine Entscheidung getroffen werden und da schaust du jetzt hin. Das ist die Energie, die dich jetzt hier begleitet. Ja? Auch mit der 4 und der 9, mit der 13 geht es um eine Leichtigkeit, geht es um Kreativität, geht es um einen Neuanfang. Und du nimmst eben das Fernrohr, der Fuchs ist ein wahnsinnig toller Begleiter. Der Fuchs, der zeigt dir auf eine ganz kecke, freche, wunderschöne, intelligente Art und Weise, was du eigentlich alles kannst. Der Fuchs als Kraft dir auch, nimmt dich an die Hand durch deine Schattenwelten und sagt dir, mach dich nicht klein. Das ist der Fuchs nämlich auch und das wird oft nicht gesagt, ja, weil oft ist der Fuchs, oh, da rennt was schief, da ist irgendwas falsch. Nein, der Fuchs zeigt dir genauso auch, wo dein Potenzial ist in dieser ganzen Geschichte, die da passiert. Und das ist eben auch das, was du hier integrieren wirst. Ja. Du hörst hier auf zu fragen und erkennst immer mehr, dass es um deine Stärke geht und mit dem Eisbein, das ist so ein schönes Bild, ja, verbindest du dich hier wieder mit deiner Kraft, mit deiner Stärke und findest dich hier einfach auch wieder in dieser Welt und hältst dich nicht so sehr auf mit diesen Fragespielen dann auch, ja, und auch gleichzeitig das Fragen hält dich ja auch manchmal davon ab, hier wirklich in den Genuss zu gehen, weil was lernst du, was geht hier jetzt raus? Vieles kam damit, hast du schon gesehen. Und womöglich hast du auch vieles für dich erschaffen, weil das dürfte dir hier manchmal gar nicht so bewusst sein. Es ist dir zwar klar, aber was damit alles in Verbindung steht, ist dir vielleicht nicht so ganz klar, dass du vielleicht manchmal vor lauter Suchen auch solche Felder erschaffen hast, wo du dir noch nicht herausgeholt hast, für was es eigentlich wirklich war. Ja, das zeigt nämlich hier auch der Magier mit den 10 der Münzenenergie, wo du das jetzt dich dazu entscheiden darfst, das wirklich als Schatz für dich zu integrieren und in dir zu finden. Ja, weil hier scheint mir das so, dass das noch irgendwie so dieses, ja, da greift die Gerechtigkeit ein, da wird gerichtet von einer anderen Ebene. Es darf aber auch einfach sein, indem du jetzt da gelernt hast, okay, vielleicht ist das auch einfach, ich habe eine Tür aufgestoßen. Ja, das kann man jetzt auch so oder so sehen, weil du kommst hier in die Stabilität und da geht es darum, dass du dich in Verbindung erkennst und eben nicht mehr nur in der Dualität und in diese Selbstliebe hineinschlüpfen kannst auch. Und da wird halt ausgemistet. Und ich glaube, dieses Ausmisten hat sehr viel auch damit zu tun. Du kehrst diesen Weg jetzt aus, wo du einfach in die Selbstverantwortung gehst. Ja, und das nicht mehr so im Außen betrachtest, was da alles so ist, sondern das richtig in dir hier verankerst als Erfahrung und eben auch als Mitschöpfertum. Tum, so. Denn was liegt denn hier? Hier haben wir den Schatz, die Schatzinsel. Du bist am Tun, nämlich dorthin gehend, dass du den Reichtum für dich erkennst. Und da kam vorher schon mit, die Büchse der Pandora öffnen. Und da sind wir wieder da. Ich glaube, und das ist genau das, das hat ja alles damit zu tun, ja, also das Potenzial, was hier geöffnet wird mit der Schildkröte, ja, die einfach hier einen neuen Kurs einnimmt, mit Liebe, mit Reichtum, mit Sternengefunkel, mit Goldschatz, mit allem, ja, und da in die Vollendung geht, mit dem Mitschöpfertum. Und wir haben hier das Gericht quasi, was hier einschreitet und hier noch diese Glaubenssätze und es kam wirklich mit die Büchse der Pandora. Und ich glaube, dass du einfach wirklich noch Angst hast an dieser Stelle, das Richtige zu tun und deswegen die Dinge nicht wirklich für dich noch verbunden hast richtig oder gerade ein bisschen da bist und dieser letzte Kick fehlt dir noch, dass du dich wirklich traust, da jetzt Ja zu sagen und zu sagen, okay, Moment, ja, ich darf das tun.
Ich brauche mich nicht wehren davor. Auch da nehme ich dich gerne an die Hand, ja, und bringe dich da durch diese Tür hindurch, damit du ganz klar Ja sagst dann auch zu dir. Ja. Hier liegt mir etwas noch im Unklaren für dich. Hier liegt mir etwas noch nicht im Gewicht. Wie wenn du Angst hättest, dass dieser Schatz etwas Negatives ist. Deswegen kommt die Büchse der Pandora. Nur wer hat gesagt, dass die Büchse der Pandora schlecht ist? Vielleicht, dreh das mal um, ist die Büchse der Pandora das riesigste, geilste, größte Potenzial, was du hast, was jetzt in die Umsetzung will. Weil hier ist das Glücklichsein, hier empfängst du schon. Aber hier bei der Umsetzungskraft hält dich noch was zurück. Und auch hier haben wir im bewussten Prozess den schönen Schein. Lass dich nicht auf die falschen Gedanken ein. Hier ist etwas für dich zu tun. Ja, nämlich nicht zu ruhen. Ruhen, ja, und in den Frieden zu gehen mit etwas, aber nicht zufrieden zu sein und einfach stehen zu bleiben. Mach dich selbst hier nicht klein, sondern geh einfach weiter diesen Weg und trau dich, diese Büchse der Pandora zu öffnen. Oft sind ja auch, wenn man sich anschaut, die Geschichte, Lilith und so weiter, ja, das sind alles Dämoninnen und was weiß ich, was alles hat, aber alles mit sexueller Kraft zu tun, ja, mit im Sinne von Lebenskraft, Schöpferkraft, Kreativität, Wildheit, ja, Freude, übersprudelnde, nährende Kraft, die die Welt bereichert. Und das wurde alles klein gehalten, verteufelt, auch wieder verteufelt, ja, hatten wir vorher schon. Dreh das mal um und frag dich, wovor du Angst hast, weil deine Angst ist vielleicht hier das größte Potenzial und will hier einfach nur umgesetzt werden. Egal in welcher Situation, weil hier kommt auch die Seelenverbindung mit. Ja? Trau dich hier, dem klar zu werden, was der Spiegel hier für dich ist, weil da spiegelt sich eine Maske für dich wieder. Und diese Maske dürfte diese Angst noch sein, das Falsche zu tun, oder du machst dich eben hier noch klein, ja? Weil du mit deinem ganzen Potenzial, was da ist, nicht noch dich entschieden hast, in die Umsetzung zu gehen. Du willst, es ist da, du hast fast schon den Stab einfach und das andere lassen und tauchst da ein. Noch ist es aber noch nicht. Ja, noch ist es aber noch nicht. Und auch da sagt die geistige Welt dir ganz klar, du bist hier kurz vom Ziel, vor dieser Selbstmeisterschaft. Löse dich jetzt davor nicht auf und warte, sondern jetzt erst recht. Schau dir das an, die Beobachtungsposten, und spiel mit deiner Energie. Nimm diesen Stab in die Hand, ja, und entscheide dich danach, was du an Fülle in diese magische Welt einfach auch bringen willst und kannst dann auch. Weil wir haben hier, wenn du erkennst für dich, dass du die Macht hast, dass das deine Leidenschaft ist, dich über alles hinwegzusetzen, über alle Strukturen, die irgendwie da sind, gehst du in die hohe Priesterin, die dir sagt, es gibt Licht und Schatten nicht. Das ist alles nur ein Gedicht, ja, um dich da in deiner Mitte aufzustellen und für dich zu erstellen, was auch immer du, oder für dich zu erreichen, was auch immer du willst auf dieser Welt. Und damit triffst du die drei der Stäbe und triffst die Entscheidung hier in dir. Ja, geh in deine Schöpferkraft, geh in deine Macht. Auch dabei helfe ich dir. Unten der Link. Es geht hier ein bisschen noch um diese Reparaturarbeit, ja, um dieses Erkennen, du bist so weit hier wirklich aus dem Vollen zu schöpfen, wirklich dein Potenzial herunterzuholen. Du machst hier auf, das ist noch ein bisschen zaghaft, jetzt kommst du drauf, ja, die Wolken verfliegen hier. Du nimmst den Kelch nach oben und sagst, okay, alles klar, ich nehme die Gefühle wieder in mir auf. Ja, weil scheinbar habe ich mich da ein bisschen verwandelt und das darf jetzt einfach hier in die Erden kommen auch. Ja. Ich muss nicht zufrieden sein mit der Situation, sondern ich darf im Wachstum sein, aber durchaus im Frieden stehen mit allem, was da hinten einfach nachkommen wollte, auch mit dieser männlichen Energie, die mir bewusst ist. Ich darf in dem Frieden sein, aber ich mache mich jetzt nicht mehr klein. Ich gehe da einfach in meine Größe und schöpfe wieder mit. Und wenn das heißt, dass ich eine Büchse öffne, brauche ich keine Angst haben davor, weil ich weiß ja noch gar nicht, was da drinnen ist in der Büchse dann auch. Ja? Und dann auch wieder, du bist die Schöpferin, du kannst hier dann auch mit der König der Kelche-Energie mit diesem Potenzial auch umgehen. Und da haben wir wieder diese Energie, da spielen die Delfine. Da ist eigentlich diese männliche Energie, die dann auch empfängt, ja, die dann auch diesen Kelch in der Hand trägt. Nur, wir sehen auch hier, die Bewegung ist eigentlich noch nicht so ganz da. Ja? Also auch hier wieder die Umsetzungskraft. Da hast du dich noch nicht getraut, jetzt weißt du es aber und jetzt machst du da auf. Ja? Weil hier will nämlich Ordnung geschaffen werden. Du machst jetzt quasi auf, dir wird das bewusst, gehst in die Heilung ein und damit machst du dich nicht mehr klein und verlässt hier ein Kriegsschauspiel, was hier immer mal wieder passiert ist. Und genau das ist nämlich das, was dann hier rausgeht, eine Energie, und endet, weil es darf einfach sein. Alles andere war einfach nur klein, ja, und hat das Ganze unnötig kompliziert für dich aufgeblasen. Und im Grunde weißt du das. Deswegen bist du jetzt auch noch hier. Also,
glaube an dich, ja, und glaube da an diese Ruhe, an diese Macht, in diese göttliche Kraft in dir. Ja? Und auch wenn du dich im Seelenbereich befindest, im Seelenpartnerprozess befindest, wo es um die Liebe geht, ja? Hier sagt der Rat der Hohepriesterin, es ist für dich überhaupt nicht zu spät, hier einfach zu erkennen, dass alles gesegnet für dich ist und du dein Potenzial hier runterholen kannst, damit es wieder in dieses gemeinsame Schwingen geht, weil all das ist nur Teil davon, um dich in deine in glückliche, schöpferische, tuende Macht zu bringen. Ja, das ist der Weg dorthin. Erkenne, auch da haben wir die Seelenenergie, dass alles in der Heilung liegt und dass die Zeit hier göttlich bestimmt ist für dich. Die Zeit ist nicht etwas, was, wo du jetzt abwarten sollst und Tee trinken sollst und wartest auf den anderen oder auf dein Potenzial, deine Seelenenergie. Ja, auf das, dass sich hier alles einfach zum Glücklichen wandelt. Ja, egal, ob jetzt Seelenpartnerprozess oder mit anderen Personen, die ja auch, wir sind hier alle verbunden, auch die 22. Ja, es ist alles miteinander verbunden hier auch. Ja, und da liegt einfach der Segen drin, sich auch Hilfe und Unterstützung zu holen einfach auch. Oder einfach Freunde, die dich unterstützen, die mit dir einfach auch diesen Weg gehen, ohne dir immer zu sagen, was es alles nicht geht. Ja, also schau auch weise, wohin dich deine Reise trägt, weil möglicherweise brauchst du hier einfach auch manchmal etwas anderes, ja, was dich dann wirklich trägt, weil hier bist du dabei, dein Potenzial herunterzuholen und gerade auch, was die Liebe angeht, ja, dass du erkennen kannst, was hier wirklich los ist, dass das wieder hier alles in die Wandlung kommt, dass hier auch jemand aus dem Vollen schöpfen kann, ja, sogar schon in einer erhobereren Energie als hier dann auch, das liegt in der Heilung und dazu braucht es Zeit, das heißt, das, was ihr an Zeit geschenkt bekommen habt jetzt auch, ist kein Druck, ist kein oh, jeder tut sich nichts und ich sitze jetzt da und kann nicht mehr, sondern nein, das, was du an Zeit hier bekommst, ist pures Gold für dich. Das ist Entwicklung, das ist Potenzial, damit bewegst du dich und darum geht es in dieser ganzen Legung, dass du wieder in die Bewegung für dich gehst und dich entscheidest für dich und für dein Sein hier auf dieser Erde. Ihr Lieben, Wagen, grandios. Wenn du glücklich bist, denk daran, dein Gesicht zu informieren und geh wie ein wandelndes Knutsch. Elch, Regenbogen, Sternchen durch die Welt und lächel andere Menschen auch an, ja, und hol dann die Energie auch für dich zurück, wenn sie dich dann einfach auch zurück anlächeln und lächle dich vielleicht selbst einfach auch im Spiegel an und gratuliere, was für ein wunderschöner, toller Mensch du bist. Ja, da haben wir es nämlich gleich, ja, den Spiegel, weil ich sage, ja, sei dir selbst das wunderbarste, königlichste Wesen und fühl dich da selbst nicht klein. Ja, das Alte muss nämlich nicht mehr sein. Jetzt geht es darum, dass du hier wirklich in dieser Kraft eintauchen darfst für dich. Ihr Lieben, unten in der Infobox alle Informationen, auch wie ihr dieses geile Findungs- und Verbindungsgespräch mit mir buchen könnt. Ja, ich freue mich darauf. Bis dann, ihr lieben Wagen, und habt einen grandiosen, naja, fast schon Mittelstart jetzt auch in diese Feldenergie und holt euch eure Stärke. Fragt hier nicht lang, warum. Ihr seid nicht klein, ihr seid nicht krumm. Bei euch geht es darum, hier wirklich Büchse der Pandora zu öffnen, um richtig glücklich, erfüllt und in der Schöpferkraft zu sein. Bis dann, ihr Lieben. Baba. Für das Leben zu sein, spring mit deinem vollen Potenzial hinein. Deinem Friedensbaum wachsen Millionen neuer Triebe. Du bist die unbesiegbare Liebe. Wach auf und lebe. Es wird Zeit. Bist du bereit, dass ein Paradies hier werde und der Friede erwache in einer erneuerten Erde?